Aufgrund der Leistungen, die Ingo Schmidt für die Feuerwehr Sievershausen erbracht hat, hat der Ortsmannmeister mich gebeten, eine Ehrung für Ingo zu beantragen, die ich heute gerne überreiche. Diese Ehrung hat auch noch eine Geschichte, die einmalig ist, solange wie ich Feuerwehr kenne, also 40 Jahre lang. Die Urkunde mit dem dazugehörigen Orden ist vom Regionsbrandmeister Anfang der Woche auf dem Postwege an die stellvertretende Abschnittsleiterin geschickt worden, die sie mir aushändigen sollte. Als der Umschlag dort ankam, war der Umschlag aufgerissen und die Orden geklaut. Das heißt, wir hatten wunderschöne Urkunden, aber keine Orden. Das ist ja nur die halbe Miete eigentlich. Gott sei Dank haben wir ja Beziehungen zum NLBK, sodass ich dort für Ersatz sorgen konnte und auch für die andere Ehrung, die wir heute leider nicht überreichen können. Diesen Orden hatte ich noch zu Hause in meinem Fundus. Ingo, du sollst ausgezeichnet werden für deine besonderen Verdienste im Brandschutz und bei der Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes Niedersachsen. Verleihe ich Herrn Brandmeister Ingo Schmidt das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande Hannover, den 4. Dezember 2021, der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius. Dazu herzlichen Glückwunsch.